Na, wie gefällt euch mein neues Heim? Dies ist das Zeichen meines Dankes. Eure erste Mondkelchmedizin. Ihr könnt... Was möchtet ihr? Willkommen. Wie mir berichtet wurde, habt ihr Melvin gut zur Seite gestanden. Übrigens kommt ihr gerade recht. Wisst ihr noch, was ich euch von Narazul Arantial, unserem Ordensführer, berichtet habe? Die falschen Göttlichen besaßen einst magische Silberplatten. Diese ermöglichten es ihnen, stets miteinander in Kontakt zu bleiben. Die Sache hat nur einen Haken. Wir besitzen keine Silberplatte. Wir wissen, dass sich in jeder der 7 Hauptstädte des ehemaligen Reiches eine solche Platte befindet. Demnach liegt die einzige von ganz Nehrim in Erotin. Aber mitten in Baratheons Thronsaal zu laufen, um sich dort mit dessen Erzfeind zu unterhalten, wäre mehr als nur tollkühn. Habt ihr schon einmal etwas von der Stadt Stormwind gehört? Sie war die Hauptstadt von Thermatral, das später auch Arktwend genannt wurde. Natürlich keines von natürlichem Ursprung. Wir vermuten, dass es durch die gleiche arkane Instabilität ausgelöst wurde, die wir auch hier in Nehrim finden. Und die unter anderem für den Energiestau im anderen Sanktum verantwortlich war. Die wenigen Überlebenden verließen Stormwind danach. Das ganze Land wurde entvölkert. Dennoch müsste sich die Silberplatte immer noch dort befinden. Diese Silberplatte ist für uns am ehesten erreichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie bergen und mitnehmen kann, aber ihr und Kim werdet dorthin gehen und dies erledigen. Das wird auch nicht einfach werden. Aber nichts ist jemals einfach. Von Erotin aus fahren jedenfalls keine Schiffe nach Stormwind. Ich habe allerdings von einigen, nun ja, Seefahrern aus Wellenfels gehört. Sie fahren mit ihrem Schiff öfters Arktwend an. Wellenfels liegt an der Ostküste. Diese Gegend ist wesentlich gefährlicher als die hiesigen Gefilde. Also gebt um Himmels Willen Acht. Durchquert zusammen den Pass und schlagt euch anschließend nach Wellenfels durch.
Versucht, die Plünderer dazu zu bringen, euch nach Stormwind zu schaffen. Wenn er uns sagen kann, wo sie ihn gefangen halten, wäre uns viel geholfen. Da seid ihr. Merzul hat dir alles erzählt, ja? Ist das nicht großartig hier? Merzul hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele wie uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Wir sollen durch den Pass im Osten gehen und dann... Oh. Hallo. Aber ich fürchte... Gut, ich...
Ich hoffe nur, Mersul hat übertrieben, als er von Gefahren gesprochen hat. Was? Das interessiert dich? Also, bevor ich ein Sklave in Sildren war, lebte ich bei meinen Eltern. Und dann, eines Tages, kamen meine Eltern nicht mehr nach Hause zurück. Auf den Straßen herrschte eine Revolte wegen irgendetwas. Das war so eine Art Prüfung, denke ich. Auch was danach kam, als ich an die falschen Leute geriet und dann in Sildren endete. Das ist so neu. Ach, ich weiß. Ha!
Keine Zeit, ich bin... Was für ein keimiger Schuppen. Ich hoffe nur, Mersul hat übertrieben, als er von Gefahr...
Siehst du das Schiff da hinten? Dieses Nord. Seid ihr gekommen, um... Was gibt's denn, hä? Ei, Stormwind. Nun, nichts Ungewöhnliches. Da kommen mal wieder mal ein paar Leute mit. Kein Problem. Hey, sehe ich etwa aus wie der Schöpfer höchst selbst? Wächst mir etwa Gras aus der Tasche? Eigentlich hätte er mittlerweile wieder hier sein müssen. Ei, wer weiß. Kann ja sein, dass ihn wieder mal wer weggeschnappt hat. Also vielleicht klappt's ja diesmal. Müsst ihr Zuckerpüppchen halt dann wieder kommen, wenn ich der Captain bin. Na toll. Und was machen wir jetzt? Ich habe mehrere Leute sagen hören, die... Willkommen im rostigen Anker. Oh, kenn ich. Der kriegt ziemlich viel runter, bevor er umkippt. Gerade eben war er noch da.